So, hallo zusammen. Ja, ich hatte vor kurzem hier einen kaputten Laptop und ja, der war eigentlich komplett hinüber. Da konnte ich noch die Daten rettern, die Festplatte ausbauen, aber das Ding war im Prinzip mausetot. Und wenn ich so ein Gerät dann habe, dann tue ich es zumindest noch mal komplett zerlegen, einfach aus Neugier. Was ist da überhaupt drinnen und was kann man da eventuell noch weiterverwenden? In dem Fall konnte ich einen Arbeitsspeicher ausbauen, woanders einbauen. Ist ja schon mal ganz nett. Und dann habe ich auch das CD-Laufwerk bzw. DVD-Laufwerk und Brenner dann ausgebaut. Und da habe ich jetzt diesen Anschluss jetzt hier gefunden. Kannte ich so auch noch nicht. Sieht so ein bisschen aus wie so ein normaler SATA-Anschluss. Wenn ich jetzt hier mal so eine Festplatte daneben halte, dann sieht das ja so ähnlich aus, zumindest ein Teil davon. Aber man sieht, dass der andere Teil etwas breiter ist und hier eben ein bisschen schmaler. Ja, und was ist denn das Ganze? Ja, ich habe dann im Internet nachgeschaut, bin dann auch recht schnell fündig geworden. Das Ganze ist auch ein SATA-Anschluss, aber das Ganze ist ein Slim-SATA-Anschluss. Und zwar ist das für, ja, Laufwerke im Prinzip gedacht, die jetzt nicht so einen hohen Strombedarf haben, wie jetzt eben hier zum Beispiel diese optischen Laufwerke, wohingegen Festplatten noch diesen breiten Stromanschluss haben, wo einfach mehr Strom drüber laufen kann. Ja, zum Beispiel bei SSDs würde ich jetzt sogar so weit gehen, dass die wahrscheinlich auch mit so einem normalen, ja, Adapter, also normalen Slim-SATA laufen würden, während bei rotierenden Festplatten, ja, die brauchen einfach mehr Strom, da macht dann der große Anschluss durchaus Sinn. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wenn das jetzt Ganze doch ein SATA-Anschluss ist, dann müsste es doch möglich sein, dass ich jetzt dieses Laufwerk hier nehme und an meinem PC verwende. Weil es gibt da jetzt für diese normalen Festplatten, SATA-Festplatten, gibt es ja entsprechende USB-Adapter. Und dann habe ich mal geschaut, gibt es für diesen Slim-SATA-Anschluss auch Adapter. Ja, und die gibt es. So schaut das Ganze im Prinzip aus. Nicht so spannend, sondern es ist einfach im Prinzip das Gegenstück, das schmale Gegenstück für den Anschluss hier am CD-Laufwerk. So ein Adapter hier, der kostet, ja, ich weiß gar nicht, was ich dafür gezahlt habe. Es war auf jeden Fall unter 4 € und der ermöglicht es mir dann im Prinzip, dieses DVD-Laufwerk am PC weiter zu verwenden. Ich habe das jetzt hier mal angesteckt und am PC wird das dann auch sofort als Laufwerk erkannt. Feine Sache, kann man ganz normal wie ein USB-Brenner dann verwenden. Ja, für mich, der ungern funktionierende Sachen wegwirft, ist das eine tolle Sache. Kann man so ein Laufwerk, wenn man jetzt so ein Laptop eh entsorgen will, kann man das Laufwerk dann im Prinzip noch ausbauen. Dann hier mit so einem günstigen Adapter hat man dann so ein USB-DVD-Laufwerk. Gut, sieht jetzt optisch nicht ganz so schön aus, weil es hier so das blanke Metall ist. Das macht aber nichts. Das funktioniert trotzdem ohne Probleme. Und so oft braucht man das ja oftmals nicht. Ich habe noch mal geschaut. Es gibt statt solchen Adaptern hier gibt es auch ja solche Gehäuse mit Slim-SATA. Aber da jedes Laufwerk ja so ein bisschen eine andere Form im Prinzip hat oder ein bisschen hier hauptsächlich halt hier diese unterschiedliche Frontblende. Ich stelle das jetzt hier mal scharf, dass sie eine unterschiedliche Frontblende, wie jetzt hier, dass das eben so optisch in das Gehäuse des Laptops hineinpasst. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob jetzt so ein Gehäuse da wirklich Sinn macht. So funktioniert das Ganze auf jeden Fall ohne Probleme. Wie gesagt, optisch nicht ganz so schön. Aber ja, man braucht es ja eher heutzutage wirklich selten, dass man wirklich mal eine DVD noch brennen oder einlesen muss. Deswegen ist das eigentlich eine ganz nette Lösung. Kann man das alte Laufwerk weiterverwenden und hat dann für 4 € ein externes USB-Laufwerk. Das war's, was ich zum Thema Slim-SATA loswerden wollte. Könnt ihr ja mal selber ausprobieren, falls ihr noch so ein altes Laptop oder so habt. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.